Hi, in diesem Video erkläre ich euch, wie ihr Produktvideos mit einem hochwertigen Look erzeugt. Viel Spaß! Ja, ich habe vor kurzem einen Imagefilm für ein Schweizer Auktionshaus produziert und da habe ich natürlich auch ganz viele Produkte gefilmt, Briefmarken, Schmuck und so weiter. Und da kam ich einfach auf die Idee, auch mal so ein Video über dieses Thema hier zu produzieren. Das Video ist aufgeteilt in drei Bereiche. Zum einen geht es ums Equipment, also was für Equipment empfehlenswert ist, um Produkte hochwertig zu filmen. Dann geht es um das Filmen an sich, also wie produziert ihr dann die Filme an sich. Und das dritte ist dann noch so ein bisschen die Nachbearbeitung, was kann man da am besten machen, dass man das beste Ergebnis dann am Ende rausbekommt. Fangen wir erstmal an mit dem Equipment. Ganz wichtig ist natürlich das Objektiv. Ich habe fast alle Produktshots jetzt hier mit dem Sigma 18-35 gemacht, mein absolutes Lieblingsobjektiv. Große Empfehlung, der Naheinstellbereich ist auch super und ihr könnt wirklich schön nah an die Produkte gehen. Die Schärfe ist perfekt, also dieses Objektiv ist eine absolute Empfehlung von mir. Wenn es ein bisschen günstiger sein soll, könnt ihr das tatsächlich auch mit einem Kit-Objektiv machen. Die meisten Kit-Objektive sind ausreichend scharf für Videos und haben auch eine sehr gute Naheinstellgrenze. Oder so ein günstiges Makroobjektiv könnt ihr euch auch mal anschauen. Also beim Objektiv müsst ihr jetzt nicht so das allerhochwertigste, teuerste Objektiv benutzen. Bei dem Imagefilm habe ich jetzt für die Produktvideos keine anderen Hilfsmittel benutzt, außer der Kamera natürlich. Ansonsten habe ich alles freihand gemacht, keine künstliche Beleuchtung. Falls ihr jetzt noch so ein etwas besseres Setup aufbauen wollt, kann ich euch empfehlen, zum einen hier so einen Tonkarton zu besorgen aus dem Bastelmarkt. Das kostet irgendwie 1 Euro oder so. Damit könnt ihr nämlich eine Hohlkehle basteln und das ist super easy. Stellt ihr einfach so ein bisschen schräg hin, diese Pappe hier. Und so eine Hohlkehle hat den Vorteil, dass das Licht sich darin sehr angenehm bricht. Also ihr habt keine harten Schatten und ja, alles sieht sehr angenehm aus, wenn man in dieser Hohlkehle Produkte platziert. Für manche Produkte kann es auch von Vorteil sein, sich hier so einen Drehteller zu besorgen. Gibt es auch relativ günstig für 10, 15 Euro maximal. Wenn man zum Beispiel Essen fotografieren oder filmen möchte, kann so ein Drehteller hilfreich sein. Oder falls ihr euch mal mein allererstes YouTube-Video anguckt, bitte macht das nicht, habe ich auch so einen Drehteller benutzt und dann da so eine Kamera drauf platziert. Und dann habe ich eben die Kamera sich einfach drehen lassen auf diesem Drehteller. Hat auch sehr gut funktioniert, aber nutze ich irgendwie gar nicht mehr so wirklich. Gutes Licht ist natürlich auch wichtig. Hier reicht es, wenn ihr einfach eine Softbox benutzt. Das kann auch eine sehr günstige sein. Mittlerweile gibt es so Softbox-Set für 50 Euro mit zwei Softboxen sogar drin. Ich habe jetzt hier eine etwas größere, teurere Softbox. Im Prinzip kann man das auch mit einer ganz kleinen Valimax-Softbox noch machen. So, das war jetzt das empfehlenswerte Equipment dafür. Jetzt geht es an die Produktion an sich. Und das Erste, was ich euch empfehlen kann, ist, dass ihr in Slow Motion filmt. Also falls eure Kamera 50 Bilder pro Sekunde oder mehr einstellen kann, kann ich das euch nur empfehlen, das zu nutzen. Denn falls ihr Freihand filmen solltet, werden Verwackler und sowas so ein bisschen glatt gebügelt, wenn ihr das Ganze in Slow Motion macht. Und alles sieht so ein bisschen angenehmer aus. Die zweite Sache, bevor ihr mit dem Filmen anfangt, ist, dass ihr die Objekte natürlich sauber macht. Am besten nutzt ihr dafür ein Mikrofasertuch. Es kommt natürlich immer darauf an, was für ein Produkt man hat. Wenn man jetzt Essen filmt, kann man sich das sparen. Falls man jetzt irgendwie Schmuck oder ein Handy oder Technik oder sowas filmen möchte, auf jeden Fall vorher sauber machen, denn man geht ja relativ nah mit der Kamera da ran und wenn man dann Staubkörner oder sowas sieht, ist das Ganze nicht so schön. Ganz vermeiden lässt sich das aber natürlich nicht. Die Softbox am besten von schräg oben positionieren, guckt aber immer so ein bisschen, wie das Licht fällt. Ich persönlich finde es gar nicht schlimm, wenn man auch mal so eine Softbox irgendwie in dem Produkt sich spiegeln sieht. Manche Leute mögen das, manche nicht. Müsst ihr einfach selbst entscheiden, wie ihr das mögt. Und eine weitere wichtige Sache ist, dass ihr den Weißabgleich korrekt einstellt, denn bei den meisten Produkten ist es natürlich wichtig, dass die Farbgebung korrekt dargestellt wird, sei es bei Essen. Ich glaube, bei Essen, wenn man Essen filmt, möchte man keinen Gelb- oder keinen Blaustich drin haben. Hier bei dem Imagefilm habe ich auch den Weißabgleich manuell eingestellt, denn bei Produkten, die man verkaufen möchte, ist es natürlich ganz wichtig, dass die Farbgebung da korrekt ist. Und das macht man natürlich mit so einer Graukarte, mit einem manuellen Weißabgleich. Und dann könnt ihr auch schon mit dem Film loslegen. Ich gehe dafür immer so ein bisschen in die Hocke für so einen etwas stabileren Stand. Ich mache tatsächlich fast alles Freihand und dann winkle ich die Arme so ein bisschen an und die ganze Bewegung, die ich jetzt mache, kommt komplett aus den Beinen heraus, damit ich die Hände so gut wie nicht bewegen muss, damit ich weniger Zittern im Bild sichtbar habe. Man kann auch andere Bewegungen ausprobieren, zum Beispiel kann man frontal von oben einfach filmen und die Kamera dann so ein bisschen drehen. Sieht auch ganz cool aus, nutze ich auch bei fast jedem YouTube-Video für meine Produktvideos und Reviews. Oder was ich bei dem Imagefilm gemacht habe, ist, dass ich bewusst die Ränder von der Vitrine so ein bisschen in den Vordergrund gerückt habe für so einen Parallax-Effekt, dass alles so ein bisschen mehr Tiefe bekommt und so ein bisschen spannender aussieht. Ich hätte das auch komplett anders filmen können, dass man wirklich nur das Produkt gesehen hätte. Ich fand das aber viel spannender, wenn man so ein bisschen so eine Vitrine noch im Vordergrund hat. Falls ihr jetzt nicht so eine ruhige Hand habt zum Freihand Film könnt ihr natürlich auch ein Stativ nehmen. Da ist dann aber empfehlenswert, zum Beispiel so einen Drehteller zu benutzen, damit ihr einfach so eine gewisse Bewegung reinbekommt in das Video.
Kommen wir jetzt zur Nachbearbeitung und hier kann ich empfehlen, dass wenn ihr verschiedene Produkte zusammenschneidet, dass ihr dann auf eine gewisse Bewegung achtet. Also wenn die Kamera sich immer von rechts nach links bewegt, solltet ihr auch darauf achten, dass nach dem Schnitt auch die Kamera von rechts nach links sich bewegt. Das ist immer so ein bisschen irritierend und anstrengend anzugucken, wenn die Kamera immer von rechts nach links und von links nach rechts wechselt. Das ist fürs Auge nicht ganz so angenehm. Natürlich muss man auch ein bisschen Abwechslung schaffen, aber achtet darauf, dass es nicht zu durcheinander ist. Also achtet immer darauf, dass auch mal 2, 3 Shots mit der gleichen Kamerabewegung hintereinander irgendwie geschnitten werden. Ansonsten noch so ein bisschen Color Grading zufügen. Auch hier kommt es immer auf das Produkt an, wie stark man so einen cinematischen Look irgendwie zufügt. Bei vielen Produktshots möchte man eigentlich so einen neutralen Look haben. Und was auch noch empfehlenswert ist bei der Nachbearbeitung, ist es, das Video so ein bisschen nachzustabilisieren. In der Regel schafft man es nämlich nie komplett ruhig zu halten. Und da kann es empfehlenswert sein, eben so ein bisschen nachzustabilisieren. Das kann schon Wunder bewirken. So, das war mein Video zum Thema Produktshots. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt. Falls ihr noch Fragen zu diesem Thema habt, schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Was ihr mir auch in die Kommentare schreiben könnt, wären Fragen für das nächste Q&A. Das letzte Q&A ist ja schon ziemlich lange her. Ich glaube, das war in Neuseeland. Also schreibt mir gerne Kommentare bzw. Fragen für das Q&A unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf eure Fragen und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.